Hallihallo und zwar zu einem weiteren kleinen Tutorial. Dieses Mal geht es um Voice Commands oder auch Voice Interaktion. Das kennt man zum Beispiel jetzt aus einem populäreren Spiel aus Phasmophobia, wo dann zum Beispiel die Geister, also die Geister, die Gegner, die Dämonen da auf die Stimme reagieren, wenn zum Beispiel ihr Name gesagt wird und etc. Und deswegen dachte ich, ich zeige mal, wie man halt Voice Commands macht und wie man auf die Stimme reagiert oder bestimmte Schlüsselwörter reagiert. Damit das Ganze allerdings funktioniert, müsst ihr die Windows Universal Applikation installiert haben. Wenn ihr das nicht installiert habt oder überprüft wollt, ob ihr das habt, geht ihr einfach in Unity Hub rein, geht zur Installation, geht zu eurer bestimmten Version, klickt auf das Zahnrad, Add Modules und dann einmal runterscrollen und dann müsst ihr hier einfach schon stehen Windows Build, Windows Decoder und dann haben wir hier schon installiert Universal Windows Platform Build. So, und wenn ihr das nicht habt, einmal installieren und damit dann ein Projekt erstellen. Dann geht ihr einmal auf Edit, geht auf Project Settings, geht zum Player, runter zu Publishing Settings und dann einmal runterscrollen zu Capabilities und da dann Mikrofon aktivieren. Und dann haben wir auch schon alles. Wie das funktioniert, kann ich jetzt schon mal zeigen. Ich gehe mal kurz in den Play Mode. So, und im Play Mode, wenn ich jetzt auf die W-Taste drücke, dann erwartet er ein Command. Und wenn ich jetzt einfach sage, vorwärts, zack, geht er einer vorne. Zurück. Man kann auch ein bisschen leiser rennen. Rechts, links, links, rechts. Und wie wir da auch schon sehen, haben wir da auch in dem Script einen Zähler, also eine Zahl, die wir zum Beispiel, wenn man bei Phasmophobia ist es ja so, und so öfter man den Namen erwähnt, wird zum Beispiel ein Counter für die Aggressivität des Geistes hochgezählt. Wie man jetzt hier auch zum Beispiel bei dem Zähler sieht, und wenn ich jetzt einfach nur sage, plus, plus, minus, sieht man schon, die Zahl verändert sich stetig. So. Dann gehen wir mal raus aus dem Play-Mode, löschen das hier einmal raus, erstellen uns ein neues Script namens Voice Command. Ich ziehe das mal hier auf das Objekt drauf und dann öffnen wir das in Visual Studios. So, dann brauchen wir erstmal natürlich ein paar Libraries, damit das Ganze funktioniert. Und zwar als erstes einmal das System, also Using System. So, dann brauchen wir einmal das Link, also Using System.link. Und dann das Wichtigste, using Unity Engine dot Windows dot, und dann haben wir da Speech. So. Damit wir das Ganze jetzt gut testen können, würde ich sagen, wir machen auch einfach nur eine ganz normale Bewegung und wir machen jetzt einfach nur Command-Abfolge, aber damit ihr einfach nur seht, wie das funktioniert. Also machen wir jetzt einfach nur, dass er eine Bewegung hat, einmal ein Public Float Move für die Schritte einfach. Und dann brauchen wir einmal ein Directory, also Dictionary, Entschuldigung, na egal. So, und da gehen wir dann als Werte an, einmal ein String, also den Command, den wir haben, den wir dann benutzen, das Schlüsselwort, und dann einmal einfach eine Interaktion, also eine Action. Und da sagen wir dann einfach Key Actions ist gleich New Directory aus Actions und aus Schlüsselwörtern. So, in der Startmethode legen wir jetzt erstmal ein paar Schlüsselwörter fest. Also sagen wir einmal mal Key Actions. So, und da sagen wir dann einfach nur Add. Und dann fügen wir jetzt hier die Schlüsselwörter hinzu, die wir dann aussprechen wollen. Wie jetzt zum Beispiel vorwärts. Vorwärts. So. Natürlich haben wir dafür jetzt noch keine Interaktion. Also dafür müssen wir uns einmal eine neue Methode erstellen. Einfach Void. Und dann, keine Ahnung, vor, so, und in der Methode vor sagen wir einfach nur transform.position, position plus gleich new vector 3, 0, 0 und dann einfach nur move, so. Dasselbe brauchen wir dann natürlich nochmal für das zurück, also void. Back. Dann kopieren wir das einmal hier. So. Und dann sagen wir einfach nur Move minus. So, damit wir einfach schon mal zwei Befehle haben. Dann fügen wir hier die Action hinzu. Also einmal hier vor. So. Und dann haben wir das auch schon.
Dann können wir das einmal kopieren und dann nochmal für zurück. Vorwärts. Zurück. So, und da haben wir dann back hin. So. Jetzt müssen wir einmal den Audio Recorder einmal instanzieren. Und zwar müssen wir einmal hier sagen Keyword Recorder. So, und dann sagen wir, geben wir ihm einfach ein, ja, hier passt der Name. So, dann instanzieren wir ihn einfach. Also sagen wir Key Recorder ist gleich New Key Recorder. Und dann übergeben wir ihm die Schlüsselwörter, die er haben will. Also sagen wir einmal Actions.keys. So, und dann .toArray. So. Dann müssen wir einmal eine Methode aufrufen, um dann eine Methode, den Key Recorder, also den Voice Recorder, müssen wir einmal eine Methode hinzufügen, die dann das Parsen übernimmt, also die quasi die Methoden für uns ausführt. Da sagen wir einfach nur Roid und dann sagen wir einfach On Key Rec, keine Ahnung, passt schon. So, und da müssen wir allerdings als Parameter müssen wir Parse Recognized Event Args übergeben. Einmal das. Und dann sagen wir hier args und dann können wir die Methode nutzen. Und da sagen wir dann einfach nur, was soll er ausführen? Key Actions anstelle von, und dann sagen wir einfach nur args.text und dann sagen wir einfach nur Punkt invoke. Also führen bitte die Methode einmal aus. Die fügen wir jetzt hier hinzu. Also einmal Keyword Recorder.onParse. So, und da sagen wir dann plus gleich on key rect. So, und schon haben wir das. Jetzt müssen wir das Recorden noch updaten, also wir müssen ihn eher gesagt starten, und dafür machen wir in der Update-Methode einfach kurz eine Abfrage, und zwar sagen wir einfach nur easy.isKey. Übrigens, ich benutze hier mein eigenes Input-System, falls ihr das noch nicht kennt. In der Beschreibung ist ein Link dazu, zu meinem Repository auf GitHub, und da könnt ihr dann das Easy Inputs benutzen, außer ihr wollt euer eigenes benutzen. Aber ich benutze jetzt hier meins. So. Und da sagen wir jetzt einfach nur, wenn wir jetzt die W-Taste drücken, machen wir jetzt einfach nur den Update. Wir fragen aber einmal, ob er nicht schon am Aufnehmen ist. Also einmal Aufrufezeichen if key recorder is running. Wenn er das nicht ist, dann geben wir da einmal einen Debug aus, debug.log, und in den Log sagen wir einfach nur Rick. So. Und dann sagen wir Key Recorder, so Start, nicht Stop, Start. So. Und dann nochmal das Gegenteil davon, einmal hier ins Else, sup, dup. Dann das Aufrufezeichen wegmachen. Läuft er noch? Dann stopp ihn. Stop. Und hier auch. Stop. So. Dann haben wir das alles schon. Dann können wir einmal abspeichern und dann zurück zu Unity gehen. So, und in Unity sagen wir dann zu dem Move, packen wir einmal 10 drauf. Dann sieht man das auch gut. Dann gehen wir in den Play Mode. So, und im Play-Mode gehen wir einmal hier in die Konsole, dass wir das auch sehen. Und dann drücke ich jetzt mal W. Und dann kommt da schon Rack und dann sage ich jetzt vorwärts. Und zack, er bewegt sich nach vorne. Zurück. Zurück. Und er bewegt sich zurück. Vorwärts. Vorwärts. Zurück. So, und wie wir sehen, funktioniert wunderbar. Und wenn ich jetzt auch hier, jetzt stoppt es. Und wenn ich jetzt sage vorwärts, vorwärts, zurück, passiert nichts. Logisch. So, jetzt wissen wir schon mal, wie wir mit den Voices interagieren können und wie wir quasi Voice Commands machen können und die abrufen können. Bei Phasmophobia ist es zum Beispiel so, er reagiert nicht nur auf seinen Namen, also der Enemy, also der Geist-Typ-Dings, reagiert nicht nur auf seinen Namen, sondern auch auf bestimmte Schlüsselsätze und Schlüsselwörter. Und dann gehen wir jetzt einmal zurück zum Script oder füllen wir jetzt einfach mal eine neue Methode, machen wir einmal schnelle Welle, und zwar sagen wir einfach nur Void. Richtiger Name. Sagen wir mal R-Name, weil ich zu blöd zum Schreiben bin. Es ist wirklich sehr spät.
So, und dann sagen wir hier einfach nur, wir machen ein Aggressionslevel. Public int level. So. Und dann sagen wir bei richtigen Namen einmal debug.log. Richtiger Name. Und dann sagen wir da einfach Level wird erhöht. Also Level plus plus. Und so. Dann geben wir ihm als Keyword da einfach jetzt Key Actions add. Und dann geben wir ihm dann jetzt zum Beispiel den Namen, den bestimmten Namen von dem Geist dazu. Ich nehme mal einen ganz kreativen Namen, und zwar René. Und da sagen wir dann einfach nur als Interaktion R Name. So. Jetzt wollen wir aber auch auf Schlüsselsätze reagieren. Also packen wir da ein paar Schlüsselsätze rein. Und zwar zum Beispiel keyAction.add. Und da sagen wir einfach nur René, bist du hier? So, ja, Name. Und dann sagen wir hier einfach nochmal René. Hörst du mich? Und einfach nochmal, um auf Nummer sicher zu gehen, was den Namen angeht, sollte man auch Namenvariationen machen. Wie zum Beispiel jetzt nicht nur einmal normal René, sondern auch nochmal René mit langem E oder nochmal René mit ein E. So kann man nochmal ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Also das jetzt der Name René ist ein bisschen blöd. Ja. Story of my life. So, aber naja. Gut, dann einmal abspeichern und zurück zu Unity. So, und in Unity sehen wir da, ist das Level auf 0. Wir gehen in den Play-Mode. So, und dann sehen wir auch schon, Level ist 0. Ich mach mal Recording. Rec. René. Und richtiger Name. Und Level 1. René, hörst du mich? René, bist du hier? Und wie wir sehen, bei allen Schlüsselsätzen ist das Level um 1 gestiegen. So wissen wir, alles klar, unser Geist, unser Dämon oder was auch immer dabei Phasmophobia jetzt für Sache war, irgendwie auch Genies oder so, keine Ahnung, wird das Aggressionslevel unseres Gegners dann einfach erhöht, und so öfter man seinen Namen erwähnt oder wenn man bestimmte Schlüsselsätze benutzt. Aber man kann natürlich auch noch so Royce Recording für ganz bestimmte Sachen machen, wie zum Beispiel Interaktion oder eine UI kann man da auch noch mit reinmachen, und man kann natürlich auch die Schnittstelle mit dem Mikrofon auch einfach umdrehen. Wir können uns damit auch Sachen vorlesen lassen. Also das geht natürlich auch. Falls es Probleme gibt, dass er eure Stimme nicht erkennen sollte oder das nicht funktioniert, geht in eure Systemeinstellungen und guckt, ob euer Mikrofon als Standardmikrofon eingerichtet ist. Sonst checkt Unity das nämlich nicht. Dann nimmt er nämlich einfach auf Default, nimmt er gar keins. Er nimmt nämlich immer nur das, was als Standard gesetzt ist. Und ihr solltet auch sicher gehen, was eigentlich normal ist, dass es mit installiert ist, aber dass ihr das Windows-Sprachpaket mit installiert habt. Am besten Englisch und Deutsch, aber sollte von Haus aus installiert sein. Aber falls es nicht funktionieren sollte, überprüft das einfach, dass die Pakete installiert sind bei eurem Windows-System. Dann klappt auch alles. Gut, ich hoffe, es hat geholfen, und ich hoffe, es findet Verwendung. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.